Hallo, ihr Liebeleid, hier ist wieder die Yankee mit einer neuen Episode von Let's Read. Die heutige drei Geschichte habe ich von Kai Zugsand gekriegt. Und ihm gehören auch natürlich sämtliche Rechte an dem, was ich hier vorlese werde, obwohl er mir die Erlaubnis gewährt. Wir spielen zusammen Pen und Paper in einer Runde mit anderen Freunden. Und dort spielt Kai, oder beziehungsweise der Charakter ist ja leider schon tot, hat Kai einen zwergischen Magier gespielt vom Clan der Fackelbrands. Ein Zwergenclan, der magiebegabt ist. Er hat uns innerhalb von dem Rollenspiel immer mal wieder ein paar Geschichten vorgelesen. In dem Fall sind es die drei, die hier vorliegen. Und ich fand sie einfach sehr schön und vertonenswert. Und ich werde das Ganze auch wie dafür, wofür sie konzipiert sind, vorlese. Und zwar wie so ein alter Zwerg, der am Feuer sitzt und die Geschichte vorlesen wird. Ich fange dann direkt an mit dem Text, der sich über die Entstehung vom Clan der Fackelbrands befasst und werde dann noch eine Geschichte erzählen, die Kai geschrieben hat, wo es um eine Liebesgeschichte zwischen Zwerge geht und im Anschluss dann nochmal eine Geschichte über Elfen, die den Clan attackieren, wobei man dazu sagen muss, in Pathfinder ist dieser Clan der Fackelbrands auch angeblich von Elfen zerstört worden. Deswegen haben diese Zwerge einen besonderen Hass auf Elfen. Aber wir fangen jetzt direkt an und die Lagerfeuergeschichte beginnt mit der Geschichte des Clans der Fackelbrands. Die Geschichte des Clans der Fackelbrands. Es begab sich zu einer Zeit, in der Männer noch echte Zwerge waren und Frauen auch. Es gab in einem Clan, dessen Name nicht mehr bekannt ist, einen Zwerg namens Dur. Dur war nicht wie seine Brüder oder Schwestern. Sicherlich, er mochte Gold und Edelsteine, aber er trank weniger und las dafür mehr. Dadurch zog er den Spott seines Clans auf sich, bis er eines Tages beim Graben in einem alten Stollen einen alten, verschütteten Gang freilegte. Er folgte diesem und kam an einen Altar. Sobald er sich diesem Altar näherte, zündeten sich wie von Geisterhand Fackeln an und in der Mitte des Altars schwebte ein uralter Foliant. Dur griff mit zitternden Händen nach dem Folianten und ergriff ihn. In dem Augenblick, in dem er das Buch berührte, durchfuhr ihn ein Blitzstrahl, der ihn in der Luft schweben ließ, um ihn im Anschluss auf den Boden fallen zu lassen. Dur umklammerte das Buch und eilte in sein Quartier zurück. Dort angekommen, betrachtete er den Foliant und sah ein merkwürdiges Zeichen auf der mit Leder eingebundenen Vorderseite. Er öffnete den Einband und las. Die Schrift war ihm nicht bekannt und er wollte schon enttäuscht zur Seite legen, als die Zeichen sich veränderten. Die Buchstaben änderten sich, aber er konnte es immer noch nicht lesen. Die Zeichen änderten sich erneut. Diese Schrift kam ihm bekannt vor, doch lesen konnte er es immer noch nicht. Es war ihm so, als ob das Buch verschiedene Sprachen ausprobierte, bis er es lesen konnte. Da änderten sich die Zeichen erneut, und nun war es zwergisch. Er konnte es lesen und hastig begann er, das Buch zu studieren, bevor sich die Zeichen wieder änderten. Doch sie blieben. Er las Tag und Nacht, aß und trank kaum, und einige Tage später hatte er jede Zeile und jede Seite des Buchs verinnerlicht. Es war ein uraltes Buch, in dem die Magie als solches beschrieben wurde. Ihre Einsatzmöglichkeiten und Verwendung. Er wusste, wenn er jetzt anfangen würde, aktiv Magie zu wirken, dass dies seinen Brüdern und Schwestern nicht gefallen würde. Also verließ er seinen Clan und machte sich auf den Weg, ein Einsiedlerdasein zu führen. Nach Jahren des Studiums machte er sich auf den Weg zu anderen Clans, um dort gleichgesinnte Zwerge zu suchen und zu überreden, mit ihm zu kommen, um die Wege der Magie zu studieren. Mit der Zeit schlossen sich ihm immer mehr Zwerge an und sie gründeten einen Clan, dem Dur als erster König des Clans vorstand. Der Clan der Fackelbrands war geboren. Die Geschichte von Darkhag und Salane. Es begab sich zu einer Zeit, in der Männer noch echte Zwerge waren und Frauen auch. Darkhag war der Königssohn vom Stamm der Tiefschürfer, einem sehr reichen Clan, der die Goldförderung geradezu perfektioniert hatte. Ihre Schatzkammer maß 164 Fuß in der Breite und in der Länge und etwa 8,7 Ellen hoch war sie. Dazu war sie bis oben gefüllt mit Gold- und Silberbarren, Krügen voller Edelsteine und wertvollstes Geschmeide, das die Goldschmiede des Clans herstellten. Es war ein Reichtum sondergleichen und dementsprechend mächtig war dieser Clan.
Sie erweiterten ihre Grenzen bis an jenen Tag, an dem sie einen Stollen vorantrieben und durch Zufall auf einen Schacht eines anderen Clans trafen. Den Clan der Steinfäuste. Dieser Clan war bei weitem nicht so reich und wurde neidisch auf den Erfolg der Tiefschürfer. Es kam, wie es kommen musste, und die Steinfäuste griffen die Tiefschürfer an. Es war ein schmutziger Krieg, in dem die Stollen zum Einsturz gebracht wurden, um den Gegner einzuschließen. Der Krieg dauerte viele Monde an, ohne dass eine Seite einen nennenswerten Sieg oder Vorteil davon getragen hätte. So trafen sich die Könige und deren Kinder zu Friedensverhandlungen. Dort traf Darkhack auf Salani, die Königstochter der Tiefschürfer. Die Verhandlungen wurden hart geführt und brachten dennoch nichts. Während ihre Väter sich gegenseitig anschrien und Forderungen an den jeweils anderen stellten, kamen Darkhack und Salani sich näher. Sie verliebten sich. Sie trafen sich immer öfter heimlich auf einer kleinen Lichtung, weit ab von den Streitigkeiten ihrer Väter. Doch den Vätern fiel das Verschwinden ihrer Kinder auf und so setzten sie Spione ein, die den beiden folgten und dem jeweiligen König Bericht erstatteten. Die Könige gerieten in Wut und griffen auf ihre Soldaten zurück, um dem anderen den Garaus zu machen. So trafen sich beide Armeen an jener kleinen Lichtung, wo die beiden eng umschlungen unter einem Baum lagen. Sie schreckten hoch, als sie die Kriegsrufe hörten. Sie stellten sich beiden Truppen in den Weg. Die Armeen stoppten und die Väter traten hervor. Die Kinder wollten sich erklären, doch ihre Väter ließen dies nicht zu. »Schlampe!« schrie Darkhacks Vater. Daraufhin brüllte Salanes Vater. »Euer Sohn ist ein Verführer, ich verlange seinen Kopf!« »Ich verlange den Kopf eurer Tochter!« entgegnete Darkhacks Vater. Eine Beleidigung jagte die nächste und ohne Rücksicht auf ihre Kinder hetzten sie schließlich ihre Truppen aufeinander los. Schilde brachen, Äxte klirrten und Gliedmaßen flogen umher, als die Zwergenclans aufeinander trafen. Die beiden Liebenden jedoch umarmten und küssten sich, während um sie herum die Schlacht tobte. Auf dem Höhepunkt der Schlacht wurde Darkhack von einem Pfeil getroffen und Salani enthauptet. In rasender Wut gingen die Väter aufeinander los. Die Armeen hatten sich gegenseitig vernichtet. Die Lichtung war verwüstet und nur noch Blut und Tod war zu sehen. Da erschien Charindla, die Herrin von Leben und Gnade, die leuchtende Tänzerin. Sie sah dies und musste bitterlich weinen aufgrund dessen, was geschehen war. Sie konnte die beiden Liebenden nicht zurückholen, doch sie ließ die beiden eng umschlungen als Baum wieder auferstehen. Dieser Baum steht bis heute und die Legende sagt, dass ihre Liebe so lang anhalten wird, wie auf jede Nacht ein Tag folgt. Die Geschichte vom tapferen und schlauen Burgherr Dabur und den feigen, mordlüsternen Elfen. Es begab sich zu einer Zeit, in der Männer noch echte Zwerge waren und Frauen auch. In Aderstedt, westlich von Bernburg, gab es einmal eine Burg, die von Zwergen genutzt wurde, um ihre Grenzen zu verteidigen. Von dieser Burg sind heute nur noch die kümmerlichen Reste am Burgteich zu sehen. Die Burg lag auf einer kleinen Anhöhe im kleinen Busche. Es war eine wehrhafte Wasserburg, deren umschließende Wassergräben von einer Quelle gespeist wurden, die Hallerspring genannt wurde. Diese Quelle, Hallerspring, lag tief und gut versteckt unter einer Erdaufschüttung. Vor sehr langer Zeit bemerkte die Burgbesatzung eines Tages das Herannahen einer feindlichen Schar gar raffgieriger Elfen. Wie üblich wurden die feindlichen Elfen durch Hornsignale angekündigt, woraufhin sich alle wehrfähigen Zwerge rüsteten und bewaffneten, um alle Verteidigungsanlagen der Burg zu besetzen. Schnell näherten sich die mordlüsternen Elfen. Als sie die Burg erreicht hatten, wurde deren kampflose Übergabe gefordert. Dazu aber waren die Zwerge nicht bereit. Mit roher Gewalt versuchte die Feindesschar, die geschlossene Zugbrücke zu erstürmen. Was folgte, war ein erbitterter Kampf. Allerdings waren die Elfen der Burgbesatzung zahlenmäßig stark überlegen, sodass das Kampfgeschehen zugunsten der Belagerer auszugehen schien. In seiner Not setzte der Burgherr Dabur auf eine List. Er sprengte auf seinem feurigen Ross aus der Burg und forderte den Anführer der feindlichen Armee zum Zweikampf heraus. Geschickt lockte der Burgherr seinen Gegner in die unmittelbare Nähe des versteckten Hallersprings. Nichtsahnd und im Zweikampf überlegen, erkannte er die Taktik des brillanten Zwerges nicht. Dieser zwang ihn auf den tiefen Quell und gerade als der Feind zum tödlichen Streiche ausholen wollte,
gab unter ihm der Boden nach. Der feindliche Anführer versank vor den Augen seiner Schar in die Tiefen des Hallerquells, und keiner konnte ihm mehr helfen. Als seine Mannen das Schicksal ihres Anführers erkannten, übermannte sie die nackte Panik. Kopflos ergriffen sie von der Burgbesatzung hart bedrängt die Flucht. Die Burg war gerettet. Den feindlichen Anführer hat man nie gefunden und die feindlichen Eroberer wurden auch nie wieder gesehen.